denke, viele, die Minecraft auch nur ein bisschen kennen, wird der Begriff Farlands etwas sagen. Jeder wird irgendwo diese riesige, nahezu unendliche Wand schon mal gesehen haben. Viele sehen es als das Ende von Minecraft an, sozusagen eine zweite World Border. Dabei war es nur ein einfacher Error im Code. Dass diesmal ein wichtiger Bestandteil von Minecraft wird, konnte damals noch niemand auch nur ansatzweise ahnen. Würde man heute die Farlands entfernen, also diesen Bug beheben, wären bestimmt viele Spieler sogar traurig. Und das gab es so sicherlich noch nie in einem Spiel. Auf Wunsch wurde sogar eine eigene Wiki-Seite dazu erstellt. Heute soll es aber nicht um die Farlands an sich gehen. Und zwar möchte ich euch den ersten Spieler vorstellen, der die Farlands jemals erreicht hat und wie er damit Geschichte geschrieben hat. Viel Spaß! Bevor wir allerdings mit dem eigentlichen Thema starten, muss ich noch einmal genau erklären, was die Farlands eigentlich sind. Sie tauchten das erste Mal in der Version 0.9.0 auf und sahen etwa so aus. Bis heute hat sich auch am Aussehen eigentlich nichts verändert. Nur ist es in der Bedrock-Version etwas anders, aber bleiben wir mal bei der Java-Version. Diese Farlands generieren ist auch ziemlich kompliziert zu erklären und es würde länger dauern als das ganze Video an sich. Man könnte sagen, dass es durch einen Fehler im Code ab der Koordinate 12.550.821 nur noch nach einem bestimmten Muster generiert und das bis zur maximalen Höhe. Und es gab einen Spieler, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, zu dieser Koordinate zu laufen. Er wollte als erster ohne Cheats und sonstiges in Minecraft die Farlands erreichen, sozusagen vom Spawn aus bis dahin laufen. Und es gab schon einige, die es versucht hatten, jedoch hat es keiner geschafft, zumindest nicht bis heute. Um auch die Echtheit zu prüfen, dass er wirklich der Erste ist, hat er es auf YouTube hochgeladen. Seine Reise begann am 22.12.2019. Er lud dort sein erstes Video hoch und ab da an fast täglich. Zu dieser Zeit war er noch recht unbekannt, lediglich ein paar hundert haben sich das angeschaut und das blieb auch eine lange Zeit so. Er spielte das Ganze in der Beta-Version 1.7.3, wo man übrigens nicht sprinten konnte, was das Ganze erheblich schwerer machte. Am 13.01.2020 hatte er dann seinen ersten riesigen Meilenstein erreicht. In der 33. Folge, die übrigens noch ohne Commentary waren, hat er es geschafft, die 1 Million Blockmarke zu erreichen. Falls ihr euch übrigens fragen solltet, wieso es da so ruckelt, liegt es am Spiel selbst. Je weiter man in eine bestimmte Richtung geht, desto mehr fängt das Spiel an zu ruckeln und Hitboxen verschieben sich. Das ist allerdings erst wirklich bemerkbar nach Hunderttausenden von Blöcken. Am 22.04.2020 hatte er dann bereits die 4 Millionen Marke erreicht, um genau zu sein in der 116. Folge. Diese sind übrigens auch gar nicht mal so kurz, jede Folge geht mit Durchschnitt 2,5 Stunden. Später hatte er dann auch angefangen Livestreams zu machen, was wohl deutlich angenehmer war als Videos zu machen. Ich meine, nicht umsonst gingen die meisten Streams dann so um die 11 bis 12 Stunden am Stück. Und dann geschah es. Killo, so heißt er übrigens, ist das erste Mal gestorben und das ausgerechnet an einem Creeper. Er hatte glücklicherweise aber daran gedacht, immer mal wieder Betten zu setzen, weshalb er nur ungefähr 5000 Blöcke zurückspawnte. Und so ging es dann immer weiter. Hunderte von Videos und Streams streckten sich über seinen Kanal, bis sein nächster Meilenstein erreicht wurde und somit das Ziel auch fast erreicht war. Vor einem Monat hat er nämlich die 10 Millionen Blockmarke erreicht. Somit fehlten ihm nur noch 2,5 Millionen. Hierzu habe ich übrigens keine Stelle gefunden, weil ab dem Moment die Koordinatenzahl sich schon in Buchstaben umgeändert hat und ich keine Ahnung habe, wann er die 10 Millionen erreicht hat. Ich meine, ich kann schwer einen 12-Stunden-Stream komplett durchgucken, um diese Stelle zu finden. Und dann passierte es. Nach über 6 Monaten und 300 Videos und Streams hat er scheinbar das Unmögliche geschafft. Er hat die Farlands erreicht. Vor genau 2 Wochen am 19.06.2020. In diesem Stream sollte nun also Geschichte geschrieben werden. Fast 400.000 Leute haben sich das angesehen und ihn gefeiert. Ich zeige euch nun einmal seine Reaktion, als er das erste Mal die Farlands erblickte. Allerdings ab hier eine kleine Lautstärkewarnung, weil er dadurch ziemlich abgegangen ist. Also ich würde den Toni mal etwas leiser stellen. Yeah! Oh, fuck yeah! Oh, shit! Yeah, dude! Look at that! Fuck yeah! Oh, shit! Und das war nun so ziemlich die ganze Geschichte dahinter. Natürlich hatte er jetzt danach nicht aufgehört, er ist immer noch dabei, die Farlands zu erkunden und wer weiß, was er überhaupt noch für Rekorde aufstellen kann und wird. Ich hoffe jedenfalls, dass euch das kleine Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like und auch ein Abo da, plus ein Kommentar. Schreibt ruhig, was ihr euch mal als nächstes Video wünscht, über welches Thema ich mein Video machen soll. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video oder auf Stream wieder. Bis dahin.